Ja, guten Tag miteinander. Das ist eine Sommershow auf dem Nebelspalter.ch. Heute mit dem Bruno Letzi. Was soll man da alles sagen über Bruno Letzi? Er war lang bei der Zürich Zeitung Redaktor, zuständig für alle Belange des Militärischen. Er ist ein absoluter Experte, was Armee betrifft, aber nicht nur in der Schweiz, sondern wirklich international. Das eine. Du bist ursprünglich Historiker, das gefällt mir natürlich auch. Du hast, wenn es mir recht ist, eine Dissertation geschrieben, jetzt muss man es wieder sagen, damit über den General Wille und die Kriegsbereitschaft. Ja, das ist gut. Und dann habe ich nämlich gedacht, als ich heute das gelesen habe, ich denke, das würde dich jetzt lesen, das interessiert mich. Das ist schon ein bisschen lang her. Ja, das ist gleich, weißt du, das ist gleich. Nein, also er ist Historiker ursprünglich und nachher lange Jahre beim Nachrichtendienst von der Schweizerischen Armee und dann zu der Zürich Zeitung gekommen. Der Grund von unserem Gespräch ist erstens, der Bruno ist einfach ein ganz interessanter Zeitgenoss, aber zweitens hat er jetzt ein Buch geschrieben, das sind eigentlich seine Memoiren, wo man kann sagen, wo er von Feld zu Feld, oder, wo eigentlich alle die Stationen von deinem Leben beschrieben hast. Und ich muss jetzt einfach zuerst einmal ein Kompliment machen, dass du es überhaupt machst. Ich finde nämlich, das ist ein riesen Problem in der Schweiz. Unsere Leute, alle Leute schreiben zu wenig Memoiren. Und wir als Historiker wissen, wie unglaublich wertvoll gerade auch Memoiren sind, das ist zwar subjektiv, aber da sind immer Geschichten drin, die man sonst gar nie erfahren kann. Das ist mal das Erste. Und das Zweite, es ist ein sehr gutes Buch. Also man muss wirklich empfehlen, wirklich, meins ernst. Oh, es ist wirklich, es ist, meine, du bist natürlich Journalist und deshalb auch ein guter Schreiber, aber es ist auch deswegen sehr gut, weil es ist sehr anekdotisch, man erfährt viel, es ist leichter geschrieben, nein, also ganz gut. Wir wollen heute über das Buch reden, aber nicht nur über das Buch. Und fangen aber jetzt mal an mit deinem Leben eigentlich. Bruno, du bist in Zürich aufgewachsen. Erzähl, wie das war, wo du da aufgewachsen bist. Das ist das Zürich, wo es jetzt in dem Sinn nicht mehr gibt. Es ist langsam in einer Grauzone, das Zürich, oder? Mhm. Ich bin in Hottingen aufgewachsen. Ein gutes Quartier dort gewesen. Es hat sich auch noch ein bisschen gehabt heute. Mhm. So Professoren haben dort gewohnt. Mhm. Es ist sehr gemischt gewesen. Ich bin in Silgen A-Schulhaus, Silgen B. Und da sind natürlich Kinder gekommen vom Zürichberg, mhm, aber dann auch von unten, oder? Mhm. Ich habe gerade in der Mitte gewohnt, mhm, im Meustweg und dann in Viertelstrasse. Da haben wir also Leute gehabt, aber diese Bächler von Luva und so weiter. Aber dann auch Kinder vom Waisenhaus, oder? Mhm. In Klasse damals mit noch 37 Schülern. Ist eine Lehrerin wahrscheinlich 1895 geboren, ja, wo noch sehr mit Hand geschafft hat, ja, ihre erzieherischen Methoden. Ja. Jawohl. Und da bist man aufgewachsen. Also, aber ein Gebiet, ein Quartier, das ich immer wieder gern gehe. Ja, ist ein schönes Quartier. Oder es tut mich, ich wohne zwar jetzt auf der anderen Seite vom Zürichsee, mhm, aber ich gehe immer noch gern in das Quartier rüber, auch in die Buchhandlung am Hottingerplatz. Also, es ist mir irgendwie, ist mir das vertraut. Es war eine einfache Welt. Also was haben deine Eltern gemacht? Mein Vater ist, das ist auch interessant, er ist sozialdemokratischer Politiker, das gewesen, das oder? Nicht, oder? Ja. Wo immer viele Diskussionen dann natürlich gegeben hat um Militär und Staat und so weiter. Meine Mutter hat eigentlich sich gewidmet dann den Kindern, also meiner Schwester und mir. Mhm. Also sie hat dann nicht einen Beruf ausgeübt, oder? Mhm. Sie war im Restaurantgewerbe gewesen. Mhm. Es war eine einfache Familie gewesen. Mhm. Mein Vater ist aus einer Familie gekommen, oder sein Vater ist Schneider gewesen. Mhm. Er wohnt dort an der Beethovenstrasse. Mhm. Grossvater eine abenteuerliche Gestalt, mhm, auch politisch ist als politischer Flüchtling 1906 auf Zürich gekommen. Von Italien? Von Italien, von Gallipoli, ja. Und mein Vater ist dann eingebürgert worden. Mhm. Es hat ein bisschen Verzögerung gebraucht wegen dem Grossvater, weil er ist politisch doch radikal. Also Anarchist oder Sozialist? Ja, er ist Sozialist gewesen, aber auch dann wieder auch ein bisschen gespalten. Ja. Der Grossvater ist jede Ostern, das hat man damals auch in Zürich gespielt, jede Ostern der Parsifal vom Wagner gelesen. Super. Er war nicht ein Verdi-Anhänger, er war ein Wagner-Anhänger. Ja, ja. Und so hat er aber auch Spanienkämpfer hat er rekrutiert und so weiter. Das, und das habe ich dann erfahren. Hat er den Mussolini kennt? Weil der Mussolini ist ja in dieser Zeit als Sozialist in Zürich. Wie ich es weiss, oder wie ich es aus der Berichterstattung auch vom Vater, der das einmal notiert hat, weiss, ich hätte ihn nicht gekannt. Ist denn für deinen Vater, wo du nachher eben, du hast Skimmy gemacht in Zürich, das war schon mal speziell gewesen, dein Vater hat nicht Skimmy gemacht und damals ist ja
Gymnasium ist noch etwas sehr... Er hat das auf dem zweiten Weg gemacht. Aber damals war das Gymnasium schon noch etwas anderes als bei uns. Oder? Das war ja sehr bürgerlich. Oder? Und am Zürichberg sowieso. Wie ist das? Bist du dort ein Aussenseiter gewesen? Oder wie überhaupt nicht. Ja. Und zwar, ich bin natürlich dann was bei den Schweizer Macherfilm. Du erinnerst dich, den Film vom Rolf Lissi. Wunderbar. Wir sind dann natürlich fast noch schweizerischer gewesen als die anderen Schweizer, oder? Also, ich habe mich identifiziert mit der Schweizer Geschichte. Ich habe das gern gehabt. Ich habe vor allem auch die Militärgeschichte habe ich geschätzt und so weiter. Ich habe die heimen Blätter, die dicken Geschichtsbücher, Vater hat Geschichte auch gern gehabt. Muss ich noch sagen, du hast einen berühmten Geschichtslehrer gehabt, den Walter Schuffelberger. In Dini? Ja. Ganz ein guter Historiker, nachher auch Professor an der Uni Zürich, ja. Ja, das ist natürlich jemand, der mich sehr bestimmt hat und auf diesen Pfad eigentlich geführt hat. Aber wie gesagt, ich bin nicht als Italiener eigentlich identifiziert worden. Und zwar, weil sie falsch geschrieben haben. Die haben es immer mit TZ geschrieben. Ja, das ist lustig. Oder? Und dann sagt man, der hat da den letzten Grund da unten noch, oder? Also, wir haben fast in Hottingen fast noch falsch interpretiert, oder? Ja, aber ich bin nie irgendwie identifiziert worden als Cink, wie man damals gesagt hat. Ja. Also, das habe ich. Du bist ja schon die dritte Generation gewesen. Dein Großvater ist eingegangen. Ja, mein Vater ist da in die Schule gegangen. Eben, ja. Er hat dann nicht mehr sehr gut Italienisch gesprochen. Ich habe es jetzt eher sozial gemeint, oder? Meine sozialdemokratische Politiker ist dein Vater. Und im Gymnasium, würde ich jetzt behaupten, sind wahrscheinlich die meisten Väter von denen sind bürgerlich gewesen, das oder? Das FDP-Leute. Ja, die meisten, die ich bis Literar gebe, Schanzenberg, von der Kantonsschule, das sind die meisten vom Zürichberg, Ärztesöhne und so weiter. Lehrer. Ja, natürlich, oder? Mhm. Es ist schon eine andere Welt. Wobei, mein Vater ist nicht ein verbiesterter, politisch, ideologisch, eigentlich fixierter Mann gewesen. Er hat dann schon gesehen, wo da, er hat da gewisse Sachen nicht begriffen. Also die ganzen Umwälzungen, die die Sozialdemokratie dann auch durch die jugendlichen Akademiker langsam bestimmt wurde, das hat er nicht gemerkt. Er hat zwar die Kreisgruppe 7 geführt einmal als Parteipräsident und gerade das war ein Hort gewesen eigentlich von Leuten, die nachher völlig andere Sozialdemokratie gebracht haben. Und dann bist du ja eigentlich, kann man schon so sagen, im Höhepunkt des Kalten Krieges, oder? Wenn es mir recht ist, wenn ich richtig rechne, etwa 1965 bist du in Beres. Jawohl, genau. 1963 ist, Kuba-Krise ist 62. Das ist der Höhepunkt des Kalten Krieges. Also, dir hat man, glaube ich, damals nicht müssen erklären, dass die Armee wichtig ist. Dort haben wahrscheinlich alle Leute das Gefühl gehabt, die Armee ist wichtig. Und da hast du Beres gemacht. Ja, natürlich. Und, aber du hast den Geschichtslehrer Schuffelberger vorher erwähnt. Der Schuffelberger hat natürlich uns auch entsprechend natürlich konditioniert, oder? Also, wer da für den Zivildienst war, weißt du, die Münchensteiner Initiative, das war nicht gerade gefragt, oder? Und die sind ja sogar in die Infanterie-Grenadier-RS auf Lausanne gegangen, oder? Eine Schulreise gemacht zu Grenadier. Nein, ich meine, dort übernachtet. So oben auch übernachtet. In der Kaserne. In der Kaserne. Damals Lausanne. Ja. Es ist erst nachher auf Lausanne gekommen. Und wie gesagt, ich bleibe ein Eindruck, der Köbi Kuhn, der Fußballer oder nachmalige Trainer, der Rekrut war und uns, unserer Klasse, hat der dann uns betreut und uns Essen gebracht und uns gesagt, wo man muss fassen. Ja. Das ist unvergesslich. Und dass du dann Offizier geworden bist, das ist dann sind selbstverständlich gewesen. Das habe ich dann wählen. Mhm. Also nicht einmal mit einer sehr, nicht einmal mit einer ganzen tollen Begründung. Ich habe gesagt, also wenn ich da schon angefangen habe, dann machen wir jetzt das weiter. Aber nicht besonders durch Patriotismus oder so bewegt. Oder? Was war das für eine Armee gewesen? Die Schweizer Armee damals, 1965? Ja, es ist damals, 65, ist sie noch eine Selbstverständlichkeit gewesen, oder? Also, man hat dann nicht diskutiert in ihrer Armee, das ist klar. Es sind auch noch dann vor allem in der Offizierschule Leute gewesen, unsere Klassenlehrer, die Aktivdienst gemacht haben. Also, die haben den Stil eigentlich noch weitergeführt. Also, da sieht man was für ein Stil war das gewesen? Ja, eigentlich ein sehr deutsch, oder? Was? Nicht deutsch, einfach, unnahbar, oder? Ja, also unnahbar. Wirklich.
kurz angebunden. Es hat einige wenige gegeben. Also kurz angebunden, man hätte nicht können, ja. Jetzt sagen wir, du bist Leutnant, also in der OS, bist Aspirant gewesen, da hätte man nicht können bläudeln mit denen. Nein, bläudeln auf gar keinen Fall. Du, es hat vielleicht einmal, während der RS hat es einmal vielleicht ein Treffen gegeben, wo man mit dem Schulkommandant diskutiert hat, aber so mal von Angesicht zu Angesicht hat es nicht viel gegeben. Ja. Ja. Und der Rappold hat schon gesagt, das war eine eisige Figur gewesen. Der ist auch mit seinen Verwandten, mit seinen Brüdern, ist er genauso eisig im Militär umgegangen. Der Schulkommandant war der Schulkommandant ja. Und später dann Divisionär. Ja, der war der Mann. Ja, und der war ganz eisig gewesen. Einfach. Eisig, eisig, unnahbar, kalt. Aha. Also solche Leute, die sind heute nicht mehr möglich. Es hat andere schon gegeben, oder? Ja. Der Berühmte, das sagt einige, die Dienst gemacht haben, der Name noch etwas. Der Rolf Binder, der hat damals schon einen Stil gepflegt, der anders war, oder? Oder auch unser Schulkommandant Zollikofer von alten Klingen. Mhm. Das ist so ein Aristokrat aus dem Thurgau. Mhm. Der hat dann auch, irgendwie einen anderen, irgendwie menschlichen, näheren Stil geführt. Aber eigentlich die Schritte nachher sind erst gekommen, wo der Rudi Steiger sein berühmtes Buch geschrieben hat, menschenorientierte Führung. Vorher hat man das Wort gar nicht gedacht, oder? Und sag mal, ist das eine gute Armee gewesen? Wie würdest du das heute? Ich meine, du hast eine grosse Erfahrung. Du hast das sicher dort auch schon vergleichen mit anderen Armeen. Ist das damalige Zeit, ist die Schweizer Armee eine gute Armee gewesen? Es ist noch schwer zu beurteilen, das aus meiner Sicht damals. Ich habe eigentlich die Armee viel mehr dann aus dem im Rückblick beurteilt. Ich habe sie gefunden, doch, es ist eine Armee, die sich zeigen lassen kann, oder? Weil auch die anderen Armeen ist ja nicht wie heute, oder? In diesen 30 Jahren seit 1990, die jetzt vergangen sind, oder mehr als 30 Jahre, wo die Armeen nachher im Einsatz gewesen sind, abgesehen von den Amerikanern, Franzosen in Afrika und so. Mhm. Aber die Deutschen, die Italiener, alle anderen, haben eigentlich sind Ausbildungsarmeen gewesen wie wir. Und da haben wir uns nicht müssen verstecken, oder? Mhm. Also würdest du sagen, sind die Stärken gewesen von dieser Armee? Ist es System gut gewesen? Weiss auch nicht, die Schweizer Genauigkeit gut gewesen? Was ist gut an dieser Armee? Ich glaube schon, dass man sich gut gekannt hat. Also in dem Sinn, was du gesagt hast, jetzt ein bisschen abstrakter. Ja. Das Milizsystem, das natürlich dann auch einen anderen Weg genommen hat, aber das ist dort noch recht, ist noch recht verwurzelt gewesen, oder? Nicht? Und politisch war es keine Diskussion gewesen. Da hat es einfach ein paar Linke gegeben, ganz Linke, die gefunden haben, das ist nicht so gut. Aber sonst ist das eigentlich gut. In der Bevölkerung völlig dreig gewesen. Also wenn du, sagen wir, in Uniform, man hätte ja dort sogar müssen im Urlaub, gell? In ja, Uniform rumlaufen. Ich weiss das noch von meinem Vater. Immer wenn der im WK war, ist der den ganzen Tag in der Uniform daheim rumgepackt. Ja. Unglaublich, oder? Aber haben das irrsinnig gefunden als Buben damals? Gross, oder? Die Uniformen sind irrsinnig gewesen und haben mit diesen Hüten natürlich gern gespielt. Vor allem die alten Hüte haben wir dann bekommen und dann haben mit denen gespielt. Aber in der Bevölkerung ist das völlig unbestritten gewesen. Hat sich dann geändert. Wenn denn? Es hat sich dann geändert. Auch du hast den Schuffenberger erwähnt, er hat bei uns Erfolg gehabt. Dann 2, 3, 4 Jahre nachher, 1968, oder? Also die Mai-Unruhen in Paris, die Unrast in Deutschland, die studentische hat sich natürlich sehr rasch auch auf uns ausgewirkt. Also die universitäre Unrast, die hat dann da stattgefunden. Da hat es auch Strassen-Auseinandersetzungen gegeben, oder? Und dort hat dann schon, dort hat es gewackelt. Dann hat der Schuffenberger auch eigentlich hat nicht mehr die Anerkennung gehabt, wie bei unserer Klasse, die doch von 13, 11 Offizier geworden sind. Oder? Wahnsinn, ja. 13 Maturanten, 11 nachher Offizier. Ja, die anderen einen hat eine Kapuze auch gehabt, der andere schon Strucken, hätte es auch wollen, oder? Ja. Also das ist doch völlig anders gewesen. Ja. Und nachher hat es gelottert, oder? Ich, wo ich dann auch ins Abverdienen gekommen bin, der Hauptmann abverdient hat in Chur, dann frühen 70er Jahren, da sind Soldatenkomitees vor der Kaserne gewesen, also das war eine andere Welt gewesen dann, oder? Ein Soldatenkomitee, da weiss man heute nicht mehr, das sind Linke, die gegen die Armee waren, aber das ist schon interessant, die sind nicht für die Armeeabschaffung damals,
so einer in der Armee haben sie der reformieren ja, oder dann sowjetisieren oder gerade so. Ah, oder ja, ja. Vielleicht hat die Armee also das ist eine schwierige oder? Zeit gewesen. Ja. Weil gleichzeitig hat man natürlich noch angefangen schrauben an gewissen Grundlagen von der Armee. Also Grundlagen ist jetzt ein grosses Wort. Militärische Formen haben wir angefangen in Frage stellen und so weiter. Hat die Kommission gegen den berühmten Heinrich Oswald, ein selber Militär gewesen, Ringierchef, ein hochgebildeter Mann. Ich habe ihn auch gut gekannt, Heini Oswald. Der hat Griechisch noch können, hat können rezitieren, oder? Aus dem Homer und so. Also, das hat er noch gewusst. Also, ein hochgebildeter Manager. Und der hat die Kommission geführt, die Oswald-Kommission, wo auch der Schaufelberger drin war, der Generalstabschef Zumstein, noch in einer Funktion bei der Ausbildung. Und die haben dann da ein paar Sachen, wir mussten nicht mehr müssen, Herr Oberst sagen, sondern nur noch Oberst. Und die günstigen, die billigen Konzessionen, die hat man eingeführt. Und gerade was eigentlich besser gewesen wäre, also eine bessere Ausbildung auch von den Berufsoffizieren, die erst später gekommen ist, das hat man auf die lange Bank geschoben, wegen der Finanzen vor allem. Oder? Interessant. Ja, ja, ja. Nachher bist du nach dem Studium, du hast Geschichte studiert, ja, bist nachher relativ schnell in Nachrichtendienst, das ist der Geheimdienst in der Schweiz. Ja. Sag mal, wenn man ich sage jetzt extra Geheimdienst, oder, wie das tönt so von James Bond-mäßig. Was hat man gemacht im Nachrichtendienst? Hat man da einfach Zeitungen gelesen oder was hat man gemacht? Bist du nachher in Bern gearbeitet, in ein Büro? Weil wir sind das Zweite gewesen. Ja, das ist auch ein Historiker. Ja. Und er war Nachbar in Kilchberg von dem damaligen Chef vom Nachrichtendienst. Ich weiß nicht, Karl Weidenmann. Ja. Der wäre jetzt auch schon eigentlich 102, oder? Also das ist lang her, oder? Und dann sind wir hat er gesagt, du komm, wir gehen mal zu dem. Und dann hat er gesagt, zuerst gesagt, ja, wollen Sie nicht Instruktor werden? Mhm. Und ich habe gesagt, ja, also, hey, mir hat gereizt, aber die Frau sagt, sie möchte nicht auf alle Stadt wohnen, oder? Also, und dann hat er gesagt, ja, kommen Sie doch daher, weißt du? Und nicht ohne Assessment. Weißt du, nicht noch irgendwie einen zweitägigen Kurs, einen Stresstest, oder? Da bist du einfach gekommen, oder? Gut, du bist Offizier gewesen, der hat man schon gewusst. Ja, gut, aber. Ja, du bist ja im Prinzip schon durch eine Ausbildung gegangen und hast gewusst, das ist normal. Ja, ja, wir haben ein paar Mal geredet, er hat einen eingeladen, hat dann ein bisschen mitgegangen. So wie ich es eigentlich. Ich habe mich manchmal gefragt, also in Klammern rum, wo ich dann noch unterrichtet habe an der Uni, wie schematisch man heute Leute beurteilt. Weißt du, nach Formular, oder? Ist der 5 Beste oder nur der 10 Beste? Ja, man hat ja nicht bessere Ergebnisse. Nein, überhaupt nicht. Also, ich meine, weißt du, ohne dir nachzutreten, du bist sicher ein guter Nachrichtenoffizier gewesen. Also, der hat sich nicht geirrt. Nein, der hat sich nicht geirrt. Der hat sich nicht geirrt, obwohl es eigentlich so ein bisschen oberflächlich wird. Ja, ja, oder? Ja, aber er hat irgendwie das, weißt du, was heute fehlt, dass man sagt, du, ihm fehlt es noch ein bisschen da, das holen wir nach. Ja. Und sonst ist er aber Potenzial. Ja. Das fehlt heute vielfach. Oder also gesunder Menschenverstand. Gesunder Menschenverstand mit diesen Assessment und denen weiss ich was alles, wo letztlich eben, wie du sagst, nicht die besseren Resultate bringt. Oder? Mhm. Und dann bin ich in den Nachrichtendienst. Es ist etwas Bitters gewesen. Ich muss ehrlich sagen, es ist eine Pionierzeit vom Nachrichten. Ich glaube, beim Masson, beim Brigadier Masson im Zweiten Weltkrieg, viel anders wird es nicht sein. Aber sag mal, eben, das nimmt mich immer wunder, wie haben die Informationen bestimmt? Gut, das ist natürlich immer noch, ich stehe natürlich. Classified. Immer noch. Nein, es ist jetzt viel vorbei, ich habe es geschrieben. Ja. Es ist natürlich, zum Teil, natürlich, die Open Source, das hat natürlich eine grosse Rolle gespielt, die offene Nachricht. Und dann, was eine ganz grosse Rolle gespielt hat, was sie wahrscheinlich immer noch spielt, ist die Beziehung zu den sogenannten befreundeten Dienst, oder? Mhm. Also, dass man oft mit denen Kontakt eigentlich, im Austausch, im nachrichtendienstlichen Austausch, sich dann, à jour haltet in diesen Bereich, wo man sind da die wichtigsten Dienste? Ja, ich würde sagen, das ist der entscheidende. Die Franzosen nicht. Sie sind auch wichtig. Aber Bundesnachrichten und dann ist natürlich
Israel ist wichtig gewesen. Ja. Nicht Israel ist wichtiger gewesen, für den Bereich Polizei, oder? Mhm. Weil die Bundespolizei, die in dem Mobilmachungsfall, wäre die nachher die Abteilung Abwehr geworden. Mhm. Und die hat natürlich, gerade auch vor der terroristischen Gefahr, hat die dort grosse Beziehungen geführt mit diesen Diensten. Und was war die Spezialität gewesen? Wo haben die Schweizer können Informationen liefern können? Weil das ist ja wichtig, damit du überhaupt etwas erfährst. Also was sie vor allem geschätzt haben, ist einfach ein anderer Standpunkt. Weißt du, also nicht einer, wie die anderen Länder gehen, der eigentlich ihm etwas ähnlich war. Also wir sind nicht NATO gewesen. Wir sind nicht NATO gewesen, du sagst es ganz klar. Wir sind nicht NATO gewesen. Also an dem sind sie interessiert gewesen. An unseren Beurteilungen aus einer einigermassen unabhängigen Sicht. Einigermassen neutral. Aber wir haben nicht bessere Informationen aus dem Osten, weil wir mehr neutral waren. Weil eigene Spion oder Agent hat ja die Schweiz nein, nie das gehabt, hat sie oder? Nicht gehabt. Nein. Es also ist, kannst du es jetzt schon sagen? Das ist, wir hatten natürlich gewisse Leute, die Wirtschaftsbeziehungen hatten. Die haben wir gefragt. Wir haben das schon auch, oder? Wir haben das eingeteilt. Ich habe im Nachrichtendienst ein paar gute Leute aus der Schweizer Wirtschaft. Das ist auch anders heute. Oder? Mhm. Durch die Reduktion von der Armeestäbe oder überhaupt von der Reduktion von Militär hat man natürlich viele gute Leute nicht mehr, die man immer wieder sieht. Und das hat damals auch geholfen, bei gewissen Krisen bearbeitet, dass man eigentlich sehr rasch verbunden war mit jemandem, den man gut gekannt hat. Mhm. Oder? Aber ich glaube, der Bundesnachrichtendienst, gerade was Osten ist, ohne Bundes das Nachrichtendienst hätte man auch nicht die ganzen, hätte man gar nicht können aufklären, auch die Luftwaffenstandort vom Warschauer Pakt im Vorfeld, also in den Warschauer Paktstaaten wie Ungarn, Polen, Tschechoslowakei und dort. Das ist wirklich der BND ist dort okay. Absolut führend. Und die haben auch Agenten dort in diesen du, die haben Gebiet. Vor allem, die haben natürlich ihre Beziehungen schon, da hat es schon gegeben. Und mit dem CIA hat man da viel doch, zu tun ja. Als Schweiz. Ja. Okay. Und wie war die Stellung? Was haben wir den Amerikanern können bieten? Das Gleiche. Das Gleiche. Ja. Sag mal, wie wichtig war Südafrika? Haben wir da bessere Informationen gehabt, was Südafrika betrifft? Wir haben ja enge Beziehungen gehabt zu den das Südafrika. Ist dann mehr. Wir haben enge Beziehungen gehabt zu Südafrika. Ich bin damals, wir haben die aufgebaut in den Jahren, wo ich da war, beim Nachrichtendienst. Ich bin ja am Anfang bin ich auswärtig gsi, weisch und so. Und dann aus einem Grund, ich hatte dort mit dem Chef einen unmöglichen Offizier, also ohne Namen jetzt, haben wir da Differenzen gehabt, dann hat mich der Weidenmann als den zugeteilten Stabsoffizier genommen, dann bin ich praktisch der Stabschef gsi, dem von der UNA. Und in dieser Zeit hat man dann die Südafrika-Beziehungen aufgebaut. Und ich bin dann mit dem Divisner Pöttibär, dem Nachfolger von Divisner Rockster, der Nachfolger wieder von alle tot und uralt, oder wären sind wir dann auf Südafrika. Mhm. Ich habe das dann müssen noch vor einer parlamentarischen, also von der GPDL, habe ich dann mich müssen äußern. Ich glaube, sie haben mir dort gar nicht geglaubt. Weißt du, auf diesen Chefstufenbesuch sind immer keine gemütlich gewesen. Da hat man ein bisschen philosophiert, ja, die Russen wieder und da in Angola, die DDR traurig und so. Mhm. Aber weißt du, Substanz wie auf der Sachbearbeiter hat es nicht gegeben, oder? Das sind wir, Gott verdiene, eine Woche wunderbar in dem Südafrika gsi. Ja. Ich habe da ein Zeug gesehen und habe dann auch einen Bericht müssen schreiben, oder? Mhm. Der Chef hat dann, den gibt es nicht mehr. Mhm. Ich habe gestaunt, ich hätte den gerne noch mal. Und wieso gibt es den nicht mehr? Der hat dann irgendetwas Gefühl gehabt, den müssen wir dann mal schreddern, oder? Aber wie heikel war, oder was? Ja, es hat vielleicht ein paar heikle Sachen gehabt, oder? Sag mal, heute. Und sie haben mich gefragt, die hat immer gemeint, dass wir eben wahnsinniges Zeug gemacht. Mhm. Und ich glaube, sie haben mir nicht viel geglaubt. Das war ja ein Puck in den 90er Jahren. Nein, es war kein Puck. GPD war die Südafrika-Untersuchung. Puck war P26. Ah, weißt du, die Widerstandsorgan. Aber die Südafrika-Untersuchung war nach dem Puck. Ja, gell? Die war nach dem Puck. Ja, das war eben 90er Jahre, weißt du, oder? Wo die Linken natürlich haben wollen, Südafrika ausreichen. Ja, natürlich. Sag mal, also mein Vater hat ja ganz viele Geschäftsbeziehungen in Südafrika. Ja, natürlich. Man hat, ich weiss noch gut,
Man hat das dort nie als ein moralisches Problem. Also man hat schon gewusst, also die Apartheid ist nicht, doch, es ist nicht, wirklich nicht das Gehlen vom Ei, das ist nicht eine gute Lösung. Nein. Aber wie hast du das damals als Zeitgenosse empfunden? Hast du gefunden, ja, besser als dass die Sowjetunion dort ist? Oder wie hat man das eingeordnet? Ja, es ist eigentlich, man hat das rein eigentlich, man hat das pragmatisch angeschaut. Mhm. Das ist wieder ein Teil von, oder wir haben da begründet, wir haben gesagt, wir sind ein neutraler Staat, wir können eigentlich, gerade im Nachrichtendienst können wir immer ein breites Spektrum beziehen. Mhm. Weidenmann ist auch nach Rumänien gereist, mhm. Der Chef Bötti-Pierre ist einmal auf Moskau gegangen. Wir haben gesagt, da müssen wir nicht nur auf der westlichen Seite müssen wir Beziehungen haben. Und Südafrika ist eigentlich mehr, ich glaube, natürlich hat es eine gewisse Rolle gespielt für unsere Entwicklungszusammenarbeit, wie man die Lage in gewissen Ländern beurteilt. Da sind sie natürlich besser gewesen als wir und dann auch als Austauschmaterial. Oder? Aber mir ist nicht sehr geheuer gewesen. Es klingt jetzt ein bisschen blöd im Rückblick. Mhm. Es ist nicht eine angenehme Atmosphäre gewesen. Mhm. Also die Militärwelt, die Polizeiwelt, das hast du schon gemerkt. Oder? Du hast auch gemerkt, wir sind wunderbare Haus vom südafrikanischen Streitkräften haben wir gewohnt. Das war dann bewacht durch einen Infanteriezug. Oder? Mhm. Also, das ist schon nicht. Und dann die Typen, die da schon Spezialmission in Mosambik geführt haben, wo wir jetzt auch eingeladen worden sind zum Nachtessen, wo einem da so zwei Rottweiler und Beine rumgeschlichen sind, die ich früher jetzt gerade, das ist nicht, das ist schon gemerkt, das ist schon sicher eine Welt, wo wir nicht ganz dazugehören. Und sag mal, ist das wichtig für uns jetzt gegenüber den Amerikanern? Haben die Amerikaner das geschätzt, dass wir die Beziehungen pflegen? Oder hast du das nicht gemerkt? Das habe ich dann nicht gemerkt. Ja. Oder? Also, ja. Weil ich habe die Beziehungen dann, weißt du, es hat sich dann schwer geändert an den Nachrichtendiensten, die Strukturen. Mhm. Also die Anfänge, die Pionierhaft, das ist dann laufend ausgebaut worden. Mhm. Und der Bereich, was dann die Amerikaner im, sagen wir, regelmäßigen Gespräch, was die dann dazu meinen, das ist dann über die Beschaffungssektion und nicht über die Auswertesektion gelaufen. Mhm. Und ich habe praktisch dann für den Chef, habe ich dann mehr Krisenbewältigung gemacht, weißt du, Schamer-Krise, Nachrichtenkrise mit dem Parlamentsbericht und so weiter. Also ich bin dann nicht mehr ein Nachrichtenauswerter gewesen, oder nicht? Wie ist das eigentlich? Weißt du, das ist jetzt auch so eine Spionage. Ist ja irgendwie immer so etwas, was man im Film sieht und so weiter. Du hast schon können sagen, dass du im Nachrichtendienst schaffst. Das ist nicht etwas Geheimes gewesen. Nein, ich bin im Staatskalender gestanden. Eben, und der Frau hast aber einfach nicht alles können erzählen, oder? Ja, da. Aber wie streng geheim ist das Zeug einmal gewesen, was du gewusst hast? Ja. Willst du jetzt heute im Rückblick sagen, oder? Seine Ira ins Studio. Ich habe wirklich Sachen gewusst, die wirklich müssen richtig geheim bleiben. Oder hat man ihn als Theater gemacht? Also, ich habe eigentlich die Frage, habe ich mir gar nicht, haben sie da schon gestellt. Ich bin, ja, ich muss ein bisschen schauen, was schreibt. Ja, ich muss ein bisschen schauen. Ich bin dann, weißt du, im Laufe der Jahre ist ja so viel rausgekommen, schon bei den Widerstandsorganisationen gesagt, da sind wir ein bisschen grosszügiger, oder? Hast du das gewusst, B26? Ja, natürlich, ich bin ja der. Du bist ja dabei gewesen. Nein, da habe ich Entschuldigung. Jetzt hat dir jetzt dich gelobt. Oh ja, natürlich. Nein, eigentlich ist das nicht so schlimm. Hugo Büttler müssen, also mein ehemaliger Chefredakteur müssen eigentlich in die Hand versprechen. Also ich kann 26 Tage, wäre überhaupt nicht schlimm gewesen. Nein. Es sind ja Leute gewesen. Das war eine blöde Idee gewesen, eigentlich, die Organisation. Es ist ein bisschen, ich würde sagen, sie ist gleich ein bisschen überholt gewesen. Mhm. Es ist die Zeit Widerstand, Weltkrieg auf eine Art. Weißt du, französisches Maggi, so ein bisschen so, oder? Nicht. Ich habe es immer ein bisschen so empfunden. Mhm. Ich bin aber, das habe ich aber erst dann auch mal gelesen, der Titus Meyer, ein Historiker aus dem Aargau, hat einen dicken Schunken geschrieben über B26. Mhm. Und ich bin der Verbindungsmann zu P26 in der Verwaltung. Mhm. Aber weißt, also ich habe die Kontaktverwaltung P26, aber nur zu denen, also zu dem
Was war das? Der Quartiermeister, der am Kohl mit so Rechnung unterschreiben. Ja. Ich habe immer ohne Gewissensbiss gemacht. Ja, logisch, aber, aber die Sauerei war schon, das Parlament hat eigentlich nichts davon gewusst. Und es ich weiss gar nicht, hätte in der Bundesrat das einmal schon, in alle Bundesräte das einmal beschlossen, dass man die P26 bildet. Also das haben sie gewusst, oder? Aber das Parlament nicht, oder? Ja, ein paar schon. Ja, paar, weißt du, ja. So ein paar Ausgewählte. Gut, ein paar Ausgewählte, weißt du, die grossen Figuren aus ihrer Zeit. Franz Muheim beispielsweise. Aber Hubacher, hat der Hubacher das gewusst? Ja, vielleicht hindurch. Ja. Man weiss es nicht. Ja. Aber er ist nicht in dieser, er ist natürlich nicht in dieser Gruppe. Da war ein anderer Sozi, Stappungen. Ja, genau, das war nicht von Schlieren. Also ja, von Winterthur, aber ja. Sogar. Ich habe sie den Kast in der SP, furchtbar, das gemacht. Furchtbar. Ich habe den Franz Muheim sehr gut gekannt, oder? Mhm. Und ich bin natürlich dreimal vor der Puck gewesen, oder zweimal, einmal im Ratssaal von Thun, so auf einem armen Sünderstühle, mhm. Wo man mich dann befragt hat, mhm. Und die Parlamentarier sind rundherum gesessen und haben da, und zum Glück hat das ein Untersuchungsrichter aus Zürich geführt, mhm. Da ist weil bei den Parlamentariern wärst du rasch im Anekdotischen gsi. Weißt du, jeder Mann gesagt, ja, Herr Letzi, Sie wissen, ich bin auch Oberst, oder? Und dann hätte man gerade auf dieser Ebene hätte weiter können fahren, oder? Ja, ja. Und, es ist etwas Seltsames gsi, die Befragung. Ich bin wirklich, ich hatte mal eine Puck-Erfahrung, habe ich gehabt. Und, ich habe dann auch etwas, ich habe mich dort ein bisschen unbotmässig aufgeführt. Carlo Schmid hat gefragt, ja. Haben Sie noch etwas zu sagen? Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich. Ich habe das Gefühl, mit dieser Art vom Untersuchungsrichter Baumgartner kommen wir dieser Sache nicht auf den Grund, weil ich da frage. Mhm. Und dann hat er gesagt, Sie kritisieren ungebührlicher Art eine Parlamentskommission. Carlo Schmid? Ja. Das ist ja humorlos. Und dann habe ich gesagt, nein, gebe nur die Eindrücke wieder, die ich gewonnen habe in den vergangenen. Dann hat er auf einmal gesagt, Jesus Gott, der Letzi ist ja gar nicht Beamter, Zürich-Zeitung, nächstes Jahr Wahljahr, nein. Scheisse. Und dann hat er gesagt, wie sehen Sie es denn? Da habe ich noch drei Sachen können. Du hast dich mal gemacht, 1984 bist du zur Zürich-Zeitung gegangen. Ja, ja. Das war eben noch, zumindest im Kalten Krieg, da bist du Militärexperte von der Zürich-Zeitung. Also du bist auch die Speerspitze von der Stahlhelm-Fraktion, oder? Kann man sagen, oder? Ja, natürlich. Ja. Wobei, mein Vorgänger hat ja das lang geführt, der berühmte Erich Albert Kägi, weißt, EAK. Ja. Und das hat man immer gepflegt, das Militärische. Und er war ein Vernünftiger gewesen. Mhm. Er ist natürlich, weil ein Journalist hat mir die Armee nicht gern gehabt. Mhm. Das habe ich erst nachher gemerkt, weißt, am Anfang. Wieso hat man den nicht gern gehabt? Der hast du nicht gern. Darüber geschrieben hat. Ja, 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 den hast du nicht gern. Das ist erst im Moment. Das ist sofort, als ich draußen war, bin ich ein anderer gewesen. Ja. Weißt, natürlich bin ich gut. Ich habe ja mit all diesen Generalstabskursen gemacht, mit den Generalstabschefs und allen. Sammy Schmid, mit dem Sammy Schmid bin ich ein Kompaniekommandant gewesen. Mhm. Mit ihm ist es immer gut und ich bin auch heute noch sehr befreundet mit ihm, oder? Mhm. Wie gesagt, wie hat das? Du bist auf einmal jemand anderer gewesen, oder? Aber es ist die. Obwohl ihr alle untereinander Offizier gewesen seid, haben sie dir auch nicht mehr richtig gemacht. Auch nicht mehr. Das ist schon verrückt. Weißt du, immer. Aber also da nichts schreiben dann, oder? Das ist so, das war jede einleitende Bemerkung. Ja. Jetzt, wenn wir weitergehen, finde ich ganz wichtig, dann kommen die 90er Jahre. Zuerst Armeeabschaffungsinitiative, GSOA. Ich war dort noch bei der GSOA dabei. Und nachher kommen die 90er Jahre, wo sich doch alles ein bisschen geändert hat, oder? Für die Schweizer Armee. Was hast du dort gedacht? Was hast du gedacht? Muss man die Armee jetzt völlig verkleinern? Oder in welche Richtung soll es gehen? Wie hast du diesen Epochen-Einschnitt erlebt? Und was hast du für Schlüsse gezogen? Ja gut, also den Epochen-Einschnitt habe ich natürlich gut nacherlebt. Mhm. 1989, ich fahre gerade noch ab in die KP, wo die Übungsleitung war für die letzten Grossmanöver, der Rützack 2 in der Ostschweiz. Mhm. Da stelle ich den Radio an, dem Dunstig oder weiss ich was Abend. Und ich höre, die Mauer ist gebrochen und wir üben noch den Angriff von Russland von der Sowjetunion über den Gürtel von Kreuzlingen.
Tübingen, Konstanz, oder? Ja. Da ist wirklich, da hast du nicht mehr können so weiterfahren, ja, oder? Ja. Weißt, es ist wirklich etwas weggebrochen, ja, ja, oder? Ja. Und dann immer mehr mit der Auflösung von Warschau-Pakt, Partnerschaft für den Frieden, wo ich eigentlich von Anfang an, ich bin eigentlich der Erste, der die propagiert hat in einem Kommentar, wo man noch nicht davon geredet hat. Und ich habe da immer gefunden, wir müssen irgendwie, da stimmt es nicht mehr ganz, unser Konzept, oder? Mhm. Wir haben es können durchhalten, natürlich unter der Bedrohung durch die Achsenmächte, dann noch knapp eigentlich unter der Bedrohung durch die Sowjetunion und den Warschau-Pakt. Und dann habe ich gedacht, also jetzt muss man sich ein bisschen neu, muss man sich positionieren. Und vor allem, NATO-Strategie in 7 Jahren ist optimistisch gewesen, oder? Es hat sich geändert, was haben sie geschrieben? Neue Gefahren, Terrorismus, aber Grossangriff in Europa gebannt, oder? Ja. Und da sagst du, ja du, wir mit unserem Bestand von über 700'000. Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Eine Riesenarmee. Eine Riesenarmee, oder? Ja. Und dann hat mir auch die Auslandaufenthalt. Ich bin dann im Krieg gewesen, das ist dann schon wieder ein paar, aber sind die 90er Jahre, weißt, dann ist die Charta von Paris. Jeder hat gemeint, es wird nicht gerade ganz besser, aber irgendwas ist etwas passiert, oder? Und dann ist der Bericht 90 gekommen, den ich geschrieben habe, 3 Wochen zusammen mit dem Gusti Däniker, wo man, also der berühmte Strateg, der Gustav Däniker, er ist einmal am Abend, wenn ich wieder ein paar Seiten geschrieben habe, ist er gekommen mit bitterem Gesicht, dann hat wieder ein paar Bemerkungen, da haben wir in 3 Wochen gehabt, oder? Da haben wir auch etwas Neues gemacht. Wir haben noch weiter gehen. Wir haben eigentlich den Satz dort schon gehabt. Also, wenn sich das gut entwickelt, auch die europäischen Zusammenschlüsse zu einem sicherheitspolitischen Gebilde, müssten wir uns auch überlegen, dort mitzumachen. Und das haben dann die Grashüter von der traditionellen Sicherheitspolitik. Dazu hat der alte Korkmann Zumstein, der Franz Buheim, der CVP-Ständerat und dann noch der ZGV-Direktor, Zentralstelle für Gesamtverteidigung, der Urner da hinten, die haben das dann wieder vom Teufel gefunden und dann hat man es dann ein bisschen milder formuliert. Und dann haben wir vor allem Kriegser, also meine Einblicke in Krieg, haben einfach ein bisschen haben die Armee dann ein bisschen anders angefangen gesehen. Ja, das ist nämlich klar. Weißt du, einfach irgendwie den Weg habe ich nicht mehr als das Zentral. Weißt du, früher ist man, oder? Das war das, in dem wir gelebt haben, oder? Ja, und dann nach Tschetschenien, das war ja wirklich das Scheußlichste. Ja. Das ist so wie Ukraine, oder? Ja. Grosny am Boden, wie Mariupol, oder weiss ich was. Und dann auch der Balkan, wo ich länger war. Dann habe ich einfach gesagt, vielleicht müssen wir ein bisschen justieren, oder? Auf internationale Zusammenarbeit. Wenn jetzt sind wir wieder in einer völlig anderen Zeit, oder? Jetzt hast du plötzlich wieder einen Krieg, und zwar einen grossen Krieg in Europa, wo niemand denkt, dass das möglich ist. Hat niemand gedacht. Oder noch Sicherheitsstrategie von der NATO. Gut, es hat sich dann auch wieder geändert. Mhm. Aber 90, wo ich auch mich beeinflussen lassen habe, ist gewandt, oder so. Ja, wir haben 30 Jahre jetzt eigentlich die Friedenszeit. Es gibt ja nichts Älteres als eine Vorstellung von der Zukunft, die wir heute haben, oder? Ist morgen schon. Also, würdest du aber jetzt sagen, wo eben die Situation, wir müssen jetzt mal darüber reden, was ist eigentlich neu an der Situation, aber ja, komm, wir reden mal zuerst über die Situation. Wie würdest du jetzt sagen, ist es eine völlig neue sicherheitspolitische Situation jetzt, seit dem Krieg in der Was hat mich sehr bedrückt, ich habe mich auch, ich muss es ehrlich zugestehen, nicht mehr ganz im Detail mit, sagen wir, mit dem taktischen, mit dem Waffensystem, weißt du, bis ins letzte Detailbuch, habe ich mich nicht befasst. Ich finde, auf strategischer Ebene, dass eigentlich zuerst das Fehlen vom Dialog, dann Abbrechen von ganz zentralen Sicherheitsinstrumenten, wo wir eigentlich, wo nicht perfekt sind, wo man aber daran geglaubt hat, weißt, die OSZE, oder? Dann die ganzen Abrüstungsverträge, ich habe das noch der Uni gesagt, du, New Start und alles zusammen, es ist nicht perfekt, aber es ist zumindest ein Rahmen, wo, und das alles, was zerbröckelt, oder? Ich finde, das ist das ganz entscheidend. Dann aber auch der verhärtete Ton, oder, weißt, sich lächerlich machen,
Sachen über sie und all die Sachen, wo einfach die wo einen besorgen. Wenn meinst du es da konkret, wer macht sich lächerlich? Ja, dass ein Putin sich ja natürlich, weißt du, der wirklich der Goebbels-Stil praktisch, der hinzugehalten, oder nicht? Ja, die Propaganda, was ja, die Propaganda. Oder? Aber jetzt, ich meine, es ist schon verrückt, oder? Wenn du bist Obersthistoriker und hast dich das Leben lang ja mit Krieg und Militär ja beschäftigt, ja, kann man so sagen. Ja, ja. Und es ist eigentlich komisch, dass ausgerechnet auch du auf eine Art wieder überrascht bist, dass das wieder kommt. Eigentlich hätte ich schon müssen sagen, ich als Historiker weiss, ja, es gibt schon Friedenszeiten, aber die sind nach 30 Jahren eine Generation ja häufig vorbei. Da hast du völlig recht. Ich habe mir das immer wieder überlegt. Ich habe es auch schon irgendwo mal gesagt, in einer Diskussion vielleicht. Mhm. Es ist genau das, was du sagst. Ich habe zu wenig als Historiker gedacht. Mhm. Ich habe eigentlich zu optimistisch mich tragen lassen von politischen Strömungen. Oder als Journalist, vielleicht bist du auch zu fest Journalist. Vielleicht hätte ich, ja. Oder? Vom Tagesgeschehen sehr stark beeinflusst. Und sagst du, also jetzt, wenn der Letzi jetzt geopfert ist, wir müssen nochmal, ist er nicht mehr ganz. Mhm. Müssen wir ihn pensionieren, schon früher, weißt du? Mhm. Oder? Aber was ist jetzt die richtige Reaktion, wenn wir jetzt von der Schweiz reden? Was heisst das für uns, die neue Situation? Ich meine, wir können sie nicht abschätzen, wir wissen nicht, wie lange der Krieg geht, nein, wir wissen dann nicht, nein, wir wissen ob es nicht noch schlimmer wird, wir wissen nicht, ob vielleicht also ich greift der irgendwann noch das Baltikum an. Du, ist alles möglich aus meiner Sicht. Also Leute, die einfach sagen, also jetzt nicht hysterisch werden, also sie vergessen ein bisschen die ganze Nukleardiskussion, die man geführt hat, auch in den 50er, 60er Jahren, wo gescheite Leute wie Bernard Brody und so weiter, der Michael Howard in London schon ein bisschen ernsthafter sich mit diesen Fragen befasst haben, als das heute der Fall ist. Oder? Mhm. Also, wir wissen es nicht. Aber was ist jetzt die Reaktion, die du würdest empfehlen für uns, sowohl politisch wie auch militärisch, sicherheitspolitisch? Ja, das müssen wir jetzt machen. Ich bin nie sehr ein positiver, nie ein Mensch gewesen. Darum hätte ich ja nie können in ein PR-Büro. Weißt du, ich habe nie können irgendwie, was sollen wir machen? Was sollen wir nicht machen? Ja gut, aber sag mal, was wir nicht sollen machen. Jetzt einfach die Hektik, die um sich greift. Oder jetzt in allen Bereichen, jetzt die Neutralität-Diskussion, die ist einfach nicht gut, oder? Jeder hat irgendeine Idee. Gestern hat der Bundesrat Pfilliger schon wieder geschrieben, ohne dass auch dort in seinen Betrachtungen es stimmt einfach nicht. Es gibt keine Neutralität mehr, wenn wir mit der NATO auch mit Vorbehalt zusammenarbeiten. Oder wie Bundesrätin Amherd sagt, bei High Readiness Operation. Die sind ja gerade für den Krieg gemacht, um in Krisensituationen einzugreifen. Artikel 5. Dann ist Neutralität vorbei. Also, und da beschissen wir uns rundum. Und das möchte ich einmal eine ehrliche Standortbestimmung haben. Und nicht jetzt eine Bierhektik, wir gehen ein bisschen zur NATO, etwas zusammenarbeiten oder nicht. Es geht um die Grundsatzfrage. Wie sehen wir unsere Rolle? Und man muss es eben weißt, wir haben die Jahre lang, das ist ein fester Pfeiler gewesen. 1973, der Neutralitätsschutzfall, mit den grossen Übungen, ist das Zentrum gewesen. Darum ist er auch so verwurzelt. Oder? Also ich finde auch, dass wir haben es vorher angesprochen. Ja. Ich glaube, das müsste die Lehre sein aus den 90er Jahren. Oder? Aus den 90er Jahren ist ja die Lehre schon auch, wir haben ein bisschen zu schnell das Gefühl gehabt, die Welt tut sich vollkommen verändern. Ja. Es war nicht so gewesen. Es hat sich schon verändert. Stimmt. Auf jeden Fall. Aber gewisse Sachen sind eben halt gleich geblieben. Ja. Und wir haben zum Beispiel, ich meine, das Russland haben wir viel zu optimistisch angeschaut. Jeffrey Sachs, der jetzt ja völlig politisch anders geworden ist, aber damals die birrenweiche Vorstellung, Big Bang und in Moskau und tack wird Russland zum kapitalistischen Land, wo es allen gut geht und so weiter. Das war schon unerhört naiv gewesen. Und ich glaube, eben, diesen Fehler sollte man jetzt nicht machen. Nein. Und wieder sagen, jetzt ist wieder alles anders und jetzt müssen wir alles neu überdenken. Und eben das, was du vorher gesagt hast, oder auch ich gesagt habe, eben die Historiker. Ich meine, die Neutralität, man kann es
drehen und wenden. Es begleitet uns das Prinzip seit dem 16. Jahrhundert. Ja, ja. Das ist ziemlich lang. Und wenn man noch in die Eidgenossenschaft hineingeht, haben wir es schon länger gehabt. Oder das Stillestehen ist ein Prinzip aus der alten, frühen Eidgenossenschaft. Das hast ja du. Wir kennen das schon lange. Und ja, das ist nicht etwas, was man in drei Monaten tut, einfach so, ja, jetzt machen wir es ganz anders. Ja. Und das, es gibt einen amerikanischen Autor, ich mag mich jetzt nicht mehr genau erinnern, einen bekannten Aufsatz, ich habe ihn nicht präsent im Moment, den Namen vom Autor, was sagt, eine Verteidigungsdoktrin, die wirklich im Gegensatz zur Identität oder zur langen Tradition von einer Landstadt, die hat keinen Erfolg. Das oder? Ist interessant. Nicht? Ja. Mhm. Weißt? Das ist interessant. Ja, ja. Also ich bin nicht, weißt, ich sehe natürlich auch, dass man mit dass wir Luftverteidigung müssen in einem grösseren Rahmen, aber dass man es einfach ohne, dass man das einfach auf eine technische Frage abbricht, die ganze Neutrale, oder auf eine Waffenausfuhr, das finde ich falsch. Oder? Das finde ich ganz einen guten Gedanken, den du vorher jetzt zitiert hast. Ich habe nur gerade gedacht, zum Beispiel bei der Schweiz, ja, würde ich jetzt auch sagen, jetzt gehört zu der Schweiz oder zu der Identität, gehört zum Beispiel bei der Verteidigung auch immer das Milizprinzip. Ja. Es war immer klar gewesen, dass wir meinen, dass wir uns alle bewaffnen. Wir sind seit dem 14. Jahrhundert sind wir bewaffnet. Ja, ja. Oder ja, durchgehend. Das ja, ja, ist sehr lang. Und es gibt ja die Diskussion, vielleicht weisst du das, wo man die Hager Landkriegsordnung diskutiert hat und verhandelt hat im Haag, hat ja die Schweiz darauf bestanden, dass man sagt, ja, wenn dann ein Land besetzt ist wie die Schweiz, dann dürfen wir, unsere Bauern oder, und unsere Metzger, die haben ja alle daheim ihre Waffen, die dürfen weiterkämpfen. Ja, ja, ja. Obwohl eigentlich... Obwohl es ja nicht... Ja, und das ist ja das, da haben ja eine Grossmärkte natürlich alle gesagt, das wollen wir auf keinen Fall, ja, das ist eine hure Sauerei. Unter anderem natürlich auch die Deutschen, ja, weil die Deutschen nachher in Belgien genau das gemacht haben. Sie haben genau angefangen, die Zivilbevölkerung ja, ja, massakrieren im Glauben, das sind alles Guerillas, ja, oder? Und die Guerilla-Tradition zum Beispiel ist natürlich auch etwas, was die Schweiz immer geprägt hat. Und finde ich einen guten Gedanken, dass man sagt, hey, das kannst du nicht einfach plötzlich umkehren. Oder weil sie müssen einfach das System von uns erlaubt und da beschissen sich. Mhm. Oder wissen sie vielleicht auch gar nicht mehr, was alles passiert. Da tun wir uns einfach ein bisschen, so ein bisschen mit Zaubertrickchen versuchen, wir uns über die Runde zu bringen, oder nicht? Mhm. Und meinen, wenn die Ausfuhrregelung ein bisschen lockerer sind, dann haben wir das Problem gelöst. Nein, nein, überhaupt nicht. Jetzt sagen wir militärisch, was muss man bei der Armee machen? Jetzt ist auch, da ist auch eine Hektik ausgebrochen. Was muss man da machen? Also sicher jetzt nicht. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt schon, weißt du, was das Technische betrifft, ein bisschen langsam weiter weg, oder? Mhm. Ich denke, ich habe noch mit einem Funkgerät SC-100 aus amerikanischen Beständen vom Zweiten Weltkrieg gearbeitet. Da hast du lieber an den Waldrand rübergerufen als gefunkt, oder? Nein, ich wollte nur sagen, es ist ganz schwierig, nicht, was ich einfach das Gefühl habe, indem man mit alten Vorstellungen jetzt, weißt, von Löcher stopfen, oder? Mhm. Vielleicht ist es gar nicht das, oder? Mhm. Weißt? Mhm. Dass der, also aber zum Beispiel, dass wir jetzt einfach gesagt haben, wir wollen jetzt mal mehr Geld in die Armee. Ja, das ist. Aber da würdest du sagen, ist vernünftig. Ja, ist vernünftig. Mhm. Ja, ja. Aber dann auch, ich sage, was kommt, weißt? Was kommt wirklich auf uns zu? Also jetzt naiv, es braucht einfach Panzer, weil jeder dort einen Panzer brauchen. Mhm. Jetzt musst du einfach sagen, bis wir mit Panzer müssten einsatz, dann ist der Film gelaufen. Wieso? Ja, ich sehe nicht, es ist der Gegensatz zur Situation im Warschau-Pakt, wo wir 300 Kilometer aber wir wirklich voll ausgerüsteten Gegner gegenüber gestanden sind. Mhm. Voll trainiert. Ich habe etwa die mit DDR-Offizier, das war aufmunitioniert gewesen. Das ist in diesen Kasernen, auf diesen Truppenübungsplätzen ist das Zeug bereitgestanden. Das ist völlig an. Dort hat man können sagen, doch, das ist, aber einfach, die Russland wird so wahrscheinlich im Osten
gebunden sind. Das siehst du jetzt ein Jahr lang. Eigentlich die russische Armee, wo wir immer gesagt haben, ich habe schon, die ist dann das Schlimmste, was auf uns zukommen kann. Mhm. Und jetzt siehst du, wie führungsmässig, wie bezüglich Ausrüstung, alles, so wie es nicht klappen, oder? Mhm. Also ich sehe, und ein Durchmarsch an die schweizerische Landesgrenze durch Deutschland, durch mit ähnlichen Auswirkungen, sehe ich nicht mehr. Dann wird es ganz schlimm, dann ist fertig, oder? Mhm. Und einfach sich... Und trotzdem findest du aber, die Armee muss man jetzt gleich aufrüsten. Aber eben, wie gesagt, wir brauchen die Luftverteidigung, oder? Das braucht man. Und vielleicht halt gleich Zusammenarbeit einmal wirklich solid anschauen, was wollen wir wirklich, oder? Und nicht einfach, wie es im Bericht steht, da, die militärische Zusammenarbeit im Ernstfall soll wirklich so weit wie möglich vorbereitet und mit den Partnern geübt werden, ohne dabei Verpflichtungen einzugehen. Da musst du gar nicht anfangen. Das geht gar nicht. Es geht gar nicht. Und einfach dort will ich mal Ehrlichkeit. Oder? Mhm. Aber Luftverteidigung, auch unser Flugzeug, das wir jetzt haben, ist natürlich konzipiert zum Zusammenwirken in einem grösseren Rahmen. Oder? Was findest du, wenn man so sagt, jetzt haben wir vorher eben von dem gesagt, die Schweiz hat so eine lange Tradition, wie sie sich verteidigt haben. Und das ist immer eben der Punkt, sie alle haben Waffen. Männer, sagen wir. Müssen wir die Armee jetzt einfach nicht, weißt, einfach was Bestände betrifft, einfach wieder mal aufsetzen. Dass man einfach sagt, hey, es tut den Schweizern auch einfach, ich sage jetzt etwas Konservatives, es tut denen auch noch gut, wenn sie mal das Gefühl haben, sie seien mal in der Armee gewesen und haben eine gewisse Verantwortung für das Land. Weil das ist ja auch so ein Nebeneffekt gewesen von deinem langen Militärdienst, dass du irgendwo eine Art von Loyalität zu dem Land gehabt hast, wo ich einmal finde, wäre schon noch gut. Wir hätten es wieder, oder? Ein paar Industrielle gehabt, die da tüchtig mitgemacht haben, oder? Bis in die Armeestadt, bis zur Pension. Weißt, ich finde, oder? Ja, ich meine, wir sind vielleicht da nicht ganz gleicher Meinung, aber wenn du schaust, wie wir uns einmal verhalten, wenn Druck kommt aus dem Ausland. Ob jetzt das die EU ist, oder die Amerikaner, oder du noch, oder ich weiss nicht wer, oder Chinesen, spielt gar keine Rolle. Wir sind solche Memmen geworden. Und ich habe noch mal das Gefühl, das hat schon auch mit dem zu tun, dass die meisten von den Entscheidern im Parlament, im Bundesrat, die sind nie mehr im Militär gewesen, die haben nicht, wie soll ich sagen, das Bewusstsein bekommen, hey, im Ernstfall muss ich denn das Land verteidigen? Ja, ja. Mit meinem Leben, ich meine, das finde ich bei der Ukraine auch so etwas Beeindruckendes, dass man sieht, junge Männer mit 22, die sind bereit zu sterben. Ja, ja. Die sterben für ihr Land. Ja. Und das haben wir eigentlich nur noch aus dem Film gekannt. Und eigentlich habe ich gleich das Gefühl, wenn du das Bewusstsein hast, hoffentlich musst du es nie machen, trittst du halt auch in anderen Fragen ein bisschen anders auf. Das kann sein. Oder das ist das ein bisschen esoterisch? Nein, das kann sein. Ich bin dort ein bisschen zu wenig stark. Weißt, auch wie die, ich meine, da wäre jetzt ein Gesprächspartner, der Rudi Steiger, oder, wo jahrelang da die Fragen bearbeitet hat, was das ganze Soldatenbild, also ein psychologisches Verständnis, wo dort sehr viel mehr hat. Ich habe mich um das immer ein bisschen fundiert, zugunsten von strategischen Überlegungen. Ich habe immer das Personelle, weißt du, so Zivildienst ein bisschen auf die Seite geschoben, ist mir nie so ein Bestandesproblem. Ich habe einfach immer das Gefühl gehabt, die Gesellschaft ist so komplex, dass man natürlich nicht könnt beliebig viele Leute mobilisieren für ein Militär. Oder? In allen Kriegen, die ich war, wenn auch auf tiefem Niveau sind, sind viele Sachen weitergelaufen, die es gebraucht hat. Weißt du, auch Energieversorgung, oder auch wenn die miserabel war. Aber es ist derart komplizierter. Und wir haben ja, das weißt du vielleicht auch aus deinen Studien, du hast den Ersten Weltkrieg ein bisschen weniger angeschaut, oder? Dass dort auch schon, wo man mobilisiert hat, schon Leute eingerückt sind in der Größe von einer ganzen Brigade nicht. Weißt du, wie sie noch im Land hier. Ja, oder? Logisch, oder? Und das ist völlig. Die Industrie hat ja müssen laufen. Ja, aber auch eine einfachere Gesellschaft gewesen als heute, oder? Weißt du? Und ich glaube, irgendwie dort können wir nicht einfach beliebig viel mobilisieren. Und ich habe auch das letzte Mal habe ich gesagt, an der Uni, als mich gefragt hat, mich noch einer, mein Nachfolger hat mich noch mal aufgeboten, hat mich gefragt, Frau, bin ich denn allgemeine Wehrpflicht. Und ich habe dann auch gesagt, zum Glück habe ich mich immer um die Fragen können drücken. Ich bin eher skeptisch. Für so, weißt,
Ich sehe deine Argumente, aber ich bin eher so die Totalmobilmachung von Volk und Heimat. Stimmt nicht mehr ganz. Glaube, von der Gesellschaft und von der Wirtschaft. Das stimmt, aber du kommst einfach meiner Meinung nach auch politisch in ein Glaubwürdigkeitsproblem rein. Oder? Entweder sagst du, wir haben eine Berufsarmee, das ist einfacher zum Begründen. Du sagst, wir brauchen nicht mehr so viele Leute und die zahlen wir für das. Ja. Oder du sagst, nein, wir haben eine Milizarmee, dann hast du die allgemeine Wehrpflicht, ja, aber dann brauchst du auch sogenannte Wehrgerechtigkeit. Und das ist heute das Problem. Ja, ich meine, mein Sohn, der ist Offizier in der Armee. Wenn du mit dem über den Zivildienst redest, der kommt Vögel über, der regt sich so auf über den Zivildienst, oder? Findet das eine Sauerei? Wir machen so viel mehr in der Armee und die anderen gehen im Spital ein bisschen Leute pflegen. Das ist nicht gerecht. Und darf ich etwas gleich? Ja, sicher. Da werden ein paar Zuschauerinnen und Zuschauer wenig Freude haben. Ich bin natürlich Gott der Frage gewesen. In meiner Reha, nach einigen, wo ich da einen liebenswürdigen Zivildienster gehabt habe, der mich da jeden Morgen da betreut hat, oder? Klar, aber das hätte ja nicht mehr so ein Zivildienster sein. Ich könnte ja einfach sonst schon nachgestellt sein. Absolut. Aber ich habe jetzt nein, das nicht sagen. Ja, aber es ist einfach ein Thema, oder? Weißt, ich habe ja vorher gesagt, die Münchensteiner Initiative. Mhm. Hätte beim Schuffelberger einer für die Münchensteiner Initiative gewesen wäre. Jesus Gott nochmal, dann hätte er Abzug gegeben, oder? Nein, ich habe es dann ein bisschen. Aber heute sehe ich es auch. Jetzt ist das schon ein Bundesamt brauchen für das, weißt du? Oder? Das ist gigantisch, was sich da anhäuft. Mhm. Und man hat dann auch einen Fehler gemacht, dass man das Instrument als sicherheitspolitisches, also das ist eine Konzession, die nicht begründbar ist. Oder? Nicht. Also da bin ich mit deinem Sohn dann voll einer Meinung. Aber wenn wir jetzt noch zum Schluss einen Ausblick machen, aber das ist immer wahnsinnig schwierig. Ja. Wie geht das weiter in dem Krieg in der Ukraine? Du hast vorher erwähnt, dass eigentlich draussen, glaube ich auch, auf eine Art, also das klingt jetzt zynisch, es ist eine Enttäuschung in dem Sinn, oder? Man hat, ja, nein, man hat gemeint, die sagen viel besser und irgendwo seit einem Jahr kommen sie eigentlich gleich nicht zum Ziel. Ich habe doch immer gesagt, ja, du, die sind die 48 ja, Stunden natürlich am Atlantik. Ja, und da hat der Putin auch gemeint, oder? Ja. Und wie schätzt es jetzt ein? Hast du das Gefühl, im Herbst ist fertig? Oder geht das noch viel länger? Oder? Ich kann das nicht sagen, schau. Es ist einfach, was mich eben, ich habe es vorher angetönt, so besorgt, ist das dauernde Aufschaukeln, weißt? Noch ein bisschen mehr Panzer, noch ein bisschen modernere Artillerie, auf der anderen noch mehr Brutalität. Wir reden nicht miteinander, es gibt keine Pause, weißt? Es gibt nicht irgendwie mal eine Phase, wo man von einer Waffe steht. Das gibt's alles nicht. Es gibt, vielleicht gibt's im Hintergrund, gibt's viel, ich weiss es nicht. Und man sieht immer viel Brutalität. Oder? Ja, ja, und das Letzte. Zwischen Völkern, die eigentlich sehr nahe sind. Weißt du, und das macht man, es ist nicht begründbar, das ist aus dem hohlen Buch erzählen. Aber wenn jemand derartige strategische Missgriff macht, ein Land aufs Spiel setzt, weißt du, wirtschaftlich alles, ich bin ein Wahrnehmungsbild in der ganzen, ja, nicht in der ganzen Welt, aber in ein paar, im Westen, wir können nicht mehr auf Russland, also ich kann nie mehr gehen, oder? Weißt du, das ist abgeschieden, das ist bald ein Nordkorea in Europa, das macht man auch, dass einer, der derartige Missgriff macht, dann halt letztlich noch einen ganz grossen Missgriff macht. Das wäre doch dumm. Also, ich will es jetzt nicht. Alle sagen, ja, das kommt nicht. Und ich ist der ich bin nicht überzeugt. Ja, er hat schon viele Fehler gemacht. Hat schon sehr viele strategische Fehler gemacht. Und der Hitler hat ja mal gesagt, das Volk ist gar nicht mehr wert, dass wir den Kampf führen, oder? Jetzt soll es auch untergehen. Weißt du, also, das sind die, auch wenn du sagst, der kalkuliert gleich, der hat sicher eine Ratio, oder? Aber es ist ein Wahnsinns, Wahnsinnsakt, was ich da. Ja, bis jetzt ist eben immer, finde ich immer im Krieg so, du hast vor der Ersten Weltkrieg angeschaut, ja, gesagt, oder? Eigentlich, wenn man heute schaut, weiss man, die Deutschen hätten im Oktober, nachdem ihre Offensive im Westen gescheitert ist,
hast du gewusst, der Krieg ist eigentlich verloren. Ja, ja. Eigentlich hast du es gewusst. Du hast ja auch gewusst, welche Gegner haben wir, wie stark sind die, wie stark sind wir, sind es eigentlich gewusst. Ja. Und sie haben nur 4 Jahre lang gebraucht, bis... Ja, ja, ja. Also, sie haben sie nicht einmal eingesehen dann. Also sie haben sie eigentlich nie mehr eingesehen. Ja, es, jetzt bist du zum Zweiten gekommen. Es ist so die komische Mischung zwischen der Ratio. Also du bist ja schon rational im Krieg, du musst ja rational sein, aber in den grossen Fragen bist du irrational. Ja, ja, ja. Das finde ich verrückt und das finde ich jetzt bei Russland auch so. Frankreich in Algerien hat natürlich auch nicht Atomwaffen, aber das ist etwas, ist auf einer anderen Ebene, in Afghanistan auch nicht. Ich weiß, dass die Amerikaner das nicht zulassen. Ja, ja. Oder? Ich meine, das muss man schon sehen. Ja, ja, die haben schon bei Ägypten. Mhm, haben schon dort müssen sofort zurückkehren. Ja, ja, oder? Und das ist eben auch etwas, was nicht... Ja, genau, weil die Chinesen werden den Russen nicht sagen, jetzt hört auf. Nein. Oder? Die werden das nie sagen, oder? Und von dem her finde ich auch, ich weiss nicht, was der noch im Schild führt. Nein, eben, das weiss man nicht. Und die, das erstaunt mich auch, dass es gibt keine Bremsen. Weisst du? Oder? Dass in einer Entourage, wo sich auch wieder Sachen erhofft, von dieser Lage, das ist etwas, ja. Es ist da, wo man eben vielmal dann sieht im Krieg, dass einzelne Personen so eine Macht und eine Bedeutung bekommen, wo man sonst eben nicht kennt, die Friedenszeit, da muss man sagen, oder? Irgendwie das Gefühl gehabt, du hast 62, haben wir ja erwähnt, die Typen dort, ich mag mich täuschen, aber die Kommunisten mit einer philosophischen Basis, also verstehe mich recht, Karl Marx, ein Philosoph des 19. Jahrhunderts, herkommt von Hegel, weißt du, wo irgendwie rationaler vielleicht denkt haben als heute. Weißt du, das religiös gemischte heute, mich da verschrecke ich immer den Putin mit einer Kerze vor dem Altar oder so. Ja, der ist ja ein Kommunist, weißt du? Ja, aber... Kennt ja seinen Marx auch gut. Da glaube ich jetzt nicht. Glaubst du nicht? Nein, weil ich denke jetzt auch an Stalin. Weißt du, ich jetzt denke an Stalin. Der Stalin ist ja super rational gewesen. Ja, ja. Und vielleicht auch nicht in den grossen Zielen, auch nicht so irrational, aber der war sicher auf eine Art brutal gewesen, wo der Khrushchev eben nicht war. Ja, und wahrscheinlich jetzt schon damit zu tun gehabt, dass der Khrushchev selber den Krieg erlebt hat. Ja, und ja, ich glaube, es war eher das gewesen, jetzt auch beim Kennedy. Ich meine, der Kennedy ist ein Krieg. Ist die ganze Generation, die dort am Hebel war, hat gewusst, Gott verdeckt. Nein, nochmal einen zweiten Weltkrieg wollen wir dann gleich wieder nicht. Oder? Ja, ja. Habe ich das Gefühl. Ja, das ist jetzt auch so eine Spekulation. Ja. Weil der Stalin, der hat jetzt trotz Marx-Lektüre... Nein, weißt du, ich kann das gleich sein. Ich weiss nicht. Nicht, weil Marxismus ist ja auf eine Art ein bisschen pseudorisch. Ja, 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 ja. Aber ich weiss es nicht. Aber gut, wir werden das heute nicht mehr lösen. Bruno, danke vielmals für das sehr interessante Gespräch. Danke, ich zeige mir einmal dein Buch, weil das ist wirklich ein gutes Buch. Leset das Buch. Dann sehen wir mal, was Journalisten für ein interessantes Leben haben, wenn es Bruno Lepzi heissen. Herzlichen Dank. Nein, danke vielmals. Das war vom Nebelspalter zum Show. Bis zum nächsten Mal und habt eine gute Zeit.